Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen kurzen Video heute. Ja, ich wollte euch nochmal kurz zeigen, was ich gebaut habe gerade. Ja, es war nicht leicht. Ich habe da glaube ich so locker 1,5 bis 2 Stunden dran gebaut. Und wie man vielleicht unschwer erkennen kann, soll das ein Kart sein. Und wir haben auch eine Testperson namens Kia3 vorbei. Die kennt man auch in die Weiten der YouTube. Den kennt man auch in den Weiten der YouTube-Welt. Also unbedingt mal vorbeischauen. Kanal ist verlinkt. Und ja, ich würde sagen, machen wir mal eine kleine Testfahrt. Ich sollte vielleicht nochmal entfrieren, wäre vielleicht nicht schlecht. So, ich kann das fernsteuern natürlich. Neueste Technologie am Start. Nein, aber ich wollte das einfach nur mal kurz zeigen und ich bin. Also ich bin, ja, ich bin. Ja, ich bin stolz drauf. Ja. Nein, aber es ist cool. Also ich finde, es ist cool geworden, also man kann sich das mal gönnen, aber ich hoffe, es geht jetzt nichts kaputt, weil das sind alles Ersatzteile und den Zweck hat es erfüllt. Ein Foto oder ein Video und ja, und den Gehalt gefällt es auch. Und dann, ja, oh ja. Aber wie vielleicht einige wissen, bin ich ein Autofan und ich bin auch ein Go-Kart-Fan. Also ein Kart-Fan besser gesagt, ich würde auch gerne mal Kart fahren und ich habe mir gedacht, ja, wenn ich schon nicht in Real Life kann, dann machen wir es mal in GRS Mod. Ja, nice. Da nochmal einen schönen Donut zum Schluss. Und ich würde dann aber nicht sagen, dann war's das eigentlich gleich mit dem Video. Und zwar genau jetzt. Tschüss. Und ich hebe ab mit meinem Go-Kart. Mit meinem Kart. Und sich dann Go-Kart. Ich habe ab, tschüss, ich habe jetzt fliegen gelernt, ich habe die Kunst der Schwerkraft überwunden und bin abgehoben. Ja, also bitte mal Respekt, ich heb dann mal schon wieder ab. Und wir hinterfragen das besser mal nicht. Also tschüss, bis bald.